So, guten Morgen, willkommen. Oder guten Abend. Es kommt ganz auf die Uhr an, auf die ihr gerade guckt. Ich muss ein bisschen leiser reden. Nicht, dass ich gleich noch alle aufwecke. Ich habe keine Ahnung, wie dick hier die Wände sind. Na, ja, die sind bleiverstärkt. Die sind auch seit dem Zweiten Weltkrieg da. Die halten dicht. Nein, ich glaube nicht, dass die so dick sind. Ja, jetzt wollte ich eine kurze Ankündigung machen, die ich ursprünglich irgendwie schon Anfang der Woche machen wollte, aber es ist praktisch Anfang der Woche. Ja, und zwar, ich gehe ab sofort studieren, hey, toll. Ich gehöre zu gebildeten Oberschichten, ihr Assis, Alter. Hab mit euch Wichsern nichts mehr zu tun, ey. Und auf jeden Fall, ja, ist hier das Internet ein bisschen, bescheiden. Also ich habe theoretisch 4 Mbit Upload, aber die teile ich mir mit keine Ahnung wie vielen Leuten. Das heißt, davon ist nicht mehr so viel übrig und ich will es auch nicht gleich am Anfang ein bisschen übertreiben und alles Internet komplett dicht machen. Was jetzt nicht so das Problem ist, wenn man Videos hochlädt. Wie ich heute schon mal getestet habe, als ich das Planescape-Intro hochgeladen habe mit knapp 300 kb die Sekunde. Das war schon sehr angenehm. Vor allem, wenn ich bedenke, dass es knapp 360 waren. Ach, 300, 360. Das bisschen Unterschied da. Ja, und auf jeden Fall hänge ich jetzt, ja, da ein bisschen rum und werde vielleicht in nächster Zeit eher wenig Videos bis kaum welche hochladen. Mal gucken. Ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit das auf den Laptop zu werfen und zur Uni zu fahren. Abgesehen davon, dass mein Laptop wahrscheinlich eh irgendwann den Geist aufgibt, der schon seit 3 Jahren irgendwie ganz komische Geräusche macht. Klingt, als wenn die Festplatte hängen würde. Es ist vermutlich die Festplatte, ja. Und der Laptop bleibt auch gerne einfach mal stehen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist, wenn ich da die permanent hochlade gleich am Anfang und das Internet dicht mache und die Breitbande. Breitband. Das Internet verbrauche. Ich meine, ich muss mich da ja mit meinem Account anmelden. Meinem Uni-Account, das ist, macht am Anfang vielleicht nicht so den guten Eindruck, ne? Ich meine, gut, 2 Wochen nachdem die mich intensiv kennengelernt haben, sagen die eh alle volle Wichse, den werfen wir raus. Dann ist mir das eh scheißegal, aber wie gesagt, es wird erstmal weniger kommen. Spätestens in einem Monat bin ich wieder mal daheim, dann lade ich was hoch. Vielleicht. Als ob ich euch Assis irgendwas hochladen würde. Mir doch scheißegal, was ihr macht. So, das wollte ich nur kurz sagen. Livestream ist damit auch erstmal gestrichen. Sonst noch irgendwas? Nö, ich muss meine Adresse bei Amazon Wunschliste noch ändern. Damit die das hierher schicken. Das wäre äußerst angenehm. Wenn ich mir was schenken würde, natürlich. Was natürlich kein Schwein macht, weil ihr alle Assis seid. Ich hoffe, ihr sterbt bald alle. Ja, das wollte ich nur so ankündigen. Also, kurz zusammengefasst, ich finde euch alle scheiße und geht sterben. Das war's von meiner Seite. Ich sag dann auf Wiedersehen. Vielleicht kommt noch was Kleineres. Ich habe noch wenigstens ein City, aber das ist auch schon wieder so groß, Mann. Aber egal, Karl. Das war's mit meiner tollen Ankündigung. Ich glaube, ich gehe dann, ist langsam schon spät. Gehe dann vielleicht ins Bett. Es ist spät. Spät am Abend. Es wird schon dunkel draußen. Also, glaube ich. Ich habe meine Vorhänge zu. Endlich mal richtige Vorhänge, die man richtig zumachen kann. Ich bin begeistert. Richtig geil. Aber ja, das war's. Auf Wiedersehen. Bis irgendwann dann mal. Und so.